Die Siege in letzter Zeit wurden immer mehr und deshalb gibt es in dieser Woche eine neue Feier mit den neuesten Woche 8 Widerstandsaufträgen. Also viel Spaß mit diesem Video, ich hoffe, ich kann euch dabei helfen. Und der erste Auftrag lautet, etabliere eine Geräteverbindung in der Nähe von Sanctuary oder Rocky Reels. Da gibt es drei mögliche Orte an jedem Ort, eins reicht aber. Also müssen wir jetzt Einladungen zu Mancake, Bauerkumpel und Lil Whip geben. Hier sind die Locations für alle drei NPCs. Ich fange mal mit Lil Whip an, also mit diesem Eis-NPC. Der hat ja seine Location verändert, nachdem die 7 Coney Crossroads erobert haben. Dann geht ihr einfach zu der Location hin und spricht mit ihm. Wir müssen dann wahrscheinlich einen besonderen Dialog abschließen, aber einfach mal durchklicken. Oder hier steht... Aber wir müssen gar nichts machen, nur einfach damit interagieren und dann hören wir eine neue Nachricht von der Imaginierten. Dann geht ihr einmal zur Butterbude in der Nähe von Rocky Reels und spricht Mancake an. Es ist egal, wer du bist oder woher du kommst. Kämpfst du für uns, bist du einer von uns, klar? So, dann geht ihr einmal zu diesem chinesischen Restaurant, also zum Bauerkumpel in Condo Canyon und das war's eigentlich. Wofür wir kämpfen. Die Insel, die Realität und vor allem euch, die Schleifengänger. Als nächstes müssen wir eine Geräteverbindung in der Nähe von The Daily Bugle oder The Joneses etablieren. Gesagt, dass du aufräumen sollst, oder? Ich könnte helfen. Ein wenig. Kleine Nachbesprechung, um den Kopf frei zu kriegen. Also haben die 7 ordentlich gefeiert, weshalb wir jetzt in der zweiten Phase Müll zerstören müssen, der in Sanctuary herumliegt. Ich fürchte, ich war gestern etwas feierlich. Und ich habe das Gefühl, dass ich vor der Imaginierten mit... dem ganzen geheimen IO-Kram geprallt hab. Ist es komisch, dass sie alles über das Dateisystem wissen wollte? Um mir das selbst zu beantworten, ja. Sehr. Ich glaube, die Imaginierte hat mir was Wichtiges gesagt. Aber was? Denk nach. Oh, nein. Au, au. Nicht mehr denken. Denken tut weh. Unwissen ist gemütlicher. Also eigentlich mega easy, die Müllsäcke oder die Mülllocations sind ja sowieso auf eurer Minimap markiert, also diese kleinen Ausrufezeichen und ihr müsst dann einfach diese diesen Müll mit eurer Spitzhacke kaputt schlagen und dann habt ihr das Ganze abgeschlossen, also wirklich sehr, sehr, sehr einfach und schnell. Ich hab's. Sie hat gesagt, sie ist es leid, nicht zu wissen, wer sie ist. Wann immer sie Antworten sucht, ist es, als wäre jemand einen Schritt voraus. Und dann habe ich einen, wie ich dachte, urkomischen Witz gemacht, der genauer betrachtet... dazu führt, dass ich gar nicht mehr darüber nachdenken will. So, das war's eigentlich. Etabliere eine Geräteverbindung in der Nähe von Shifty Shust oder Lockjam Lumber Yard lautet der nächste Auftrag und hier gibt es wieder mal unzählige Locations. Wenn ihr in der Nähe seid, werdet ihr sowieso das Ganze sehen. Einen davon werde ich euch wie immer zeigen. Du weißt natürlich von dem Kommunikationskanal mit dem Paradigma. Der Ursprung misstraut ihr, weil sie aus dem Gefängnis ausbrechen konnte, während er gerettet werden musste. Er glaubt, sie hatte Hilfe. Glaubt. Alte Männer und ihr Bauchgefühl, schätze ich. Selbst wenn er Beweise hätte, Leute können sich ändern. Ich muss das einfach glauben. Ich sollte auf wichtige Infos vom Paradigma warten. Aber der imaginierte Orden blockiert das Signal. Hilf mir bei der Suche und Zerstörung der Störsender, damit ich sie höre.
So, und wie ihr Jones gesagt habt, die Imaginierte gehört habt, müsst ihr an drei unterschiedlichen Orten jetzt Störsender einsammeln, beziehungsweise damit interagieren. Die erste Location ist hier in der Nähe von Command Cavern und dann macht ihr das einfach. Die zweite Location ist hier auf diesem kleinen Hügel in der Nähe vom Außenposten der 7. Auf diesem, ja, ich sag mal, in der Nähe von Lac Jem Lambayat könnt ihr damit nochmal interagieren mit dem zweiten Störsender. Und die letzte Location ist dann hier in der Nähe von Shifty Sharps auf diesem kleinen Hügel. Ich markiere das nochmal für euch und zwar genau hier. Einfach damit nochmal interagieren, dann ist das Ganze abgeschlossen. Du hältst mich wahrscheinlich für naiv, weil ich das Gute im Paradigma sehe. Die Wahrheit ist, ich erinnere mich nicht an meine Vergangenheit. Gar nicht. Aber ich stehe hinter den Zielen der 7. Ich bin schließlich hier, oder? Und dann müssen wir in der dritten Phase dieses Auftrags einfach im Wasser schwimmen. Ich denke mal, das ist einfach selbstverständlich. Zum Beispiel könnt ihr das so wie ich in Loot Lake machen, in der Nähe von Tilted Towers. Hey, danke für das Gespräch. Ich konnte mich noch nie zuvor jemandem so öffnen. Ich denke, ich kann dir vertrauen. Also, danke dafür, dass du für mich da bist. Jetzt die Übertragung entschlüsseln. Dann müssen wir erneut eine Geräteverbindung etablieren und diesmal in der Nähe des ersten Außenpostens der 7 oder in der Nähe von Synapse Station. Aha. Du hast also mit ihr das Paradigma kontaktiert. Ich hatte recht, dir nicht zu trauen. Aber ich habe Paradigmas Nachricht angehört. Wenn das stimmt... Wenn es wirklich Energieschwankungen mit dieser Signatur gibt, haben wir ein Problem. Schaff einen Sensorrucksack nach Loot Lake und belege oder besser noch, widerlege ihre Behauptung. Und genau dafür, Freunde, das ist auch ein Teaser für das Doomsday-Gerät, müssen wir an diesen zwei Orten einen Sensorrucksack ausrüsten. Und zwar zum Beispiel in diesem Falle in der Nähe von Tilted Towers neben diesem großen Baum. Und dann interagiert ihr einmal damit, um das Ganze auf euren Rücken zu packen. Das ist nicht gut. Und wenn ihr in der Nähe einer Energieschwankung seid, die sehen ungefähr so aus, piepst euer Backbling extrem, extrem laut, weil es halt das Ganze aufnimmt und dann müsst ihr das Ganze scannen oder einfach damit interagieren. Und diese Energieschwankungen sehen extrem ähnlich aus wie diese Energieschwankungen vom Doomsday-Gerät aus Chapter 2 Season 2. Also bestätigt das nochmal unsere Theorie, dass das sehr, sehr, sehr ähnlich sein wird. Und dann scannen wir das mal. Holt mir den Wissenschaftler her. Jetzt. Das ist schlecht. Sehr schlecht. Also wenn der Ursprung schon das sagt, wie schlimm kann es noch werden, Freunde? Aber das war's auf jeden Fall mit den dieswöchigen Widerstandsaufträgen. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen. Es kam ein bisschen später raus, weil ich gestern einfach extreme Kopfschmerzen und Übelkeit hatte. Entschuldigt das Ganze auf jeden Fall. Oder die Inaktivität. Ansonsten lasst ein Like da, wie gesagt, wenn ich euch helfen konnte. Und abonniert den Kanal, um keine weiteren Aufträge zu Season 2 zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und ciao.